2023 gab es ja eine Reihe neuer Regelungen. Lange nicht so viel wie 2019, da ist ja irgendwie im Grunde alles neu geschrieben worden. Aber es gibt zum Beispiel eine wichtige neue Regelung, die sollte man einfach wissen. Und das ist dieses Verfahren zurück auf der Linie oder auf Englisch back on the line. Das macht man jetzt anders. Und wir wollen das mal in ein paar Situationen, wo das überhaupt vorkommt, zeigen, wie das geht. Und die erste Situation wäre so ein Ball. Der liegt unspielbar für mich. Also ich erkläre den jetzt als unspielbar. Und ich habe ja, wie wir wissen, das haben wir auch schon gezeigt, mehrere Möglichkeiten. Ich könnte zwei Schlägerlängen Radius mit einem Strafschlag natürlich. Ich könnte auch zum Ort des letzten Schlages zurückgehen. Aber heute wollen wir mal gucken, es gibt ja auch die Möglichkeit, auf der Linie Fahne, Ball zurückzugehen, so weit wie man möchte. Und da ist das Verfahren eben ein bisschen anders geworden. Die Fahne ist da hinten und back und die Linie ist da. So, ich lasse den Ball mal zur Demonstration da liegen. Und jetzt ist hier meine Linie. Und wenn ich hier droppen will, habe ich früher ein Tee reingesteckt und habe dann einen Erleichterungsbereich von einer Schlägerlänge gekriegt. Und das ist anders. Ich würde jetzt meinen Ball nehmen. Upsa. Oh, und nichts passiert. Nichts passiert. Und ihn auf der Linie droppen. Ich kann nicht mehr jetzt sagen, Schlägerlänge zur Seite, links oder rechts, sondern ich muss ihn auf der Linie selbst droppen. Wo auf der Linie ist mir überlassen. Und wenn ich ihn dann gedroppt habe, dann darf er höchstens eine Schlägerlänge Radius um diesen Droppunkt, wo er zuerst aufgekommen ist, weglaufen. Ja, okay. Wenn jetzt hier Gefälle wäre und er läuft mir nach da weg, mehr als eine Schlägerlänge, dann müsste ich ihn nochmal droppen. Aber wenn er innerhalb dieses Radius von einer Schlägerlänge liegt, und zwar reden wir jetzt über einen Radius rund drumherum, dann ist der Ball im Spiel. Und das ist jetzt komisch, weil wir haben ja immer gelernt, nicht näher zum Loch, nicht näher zum Loch, nicht näher zum Loch. Und jetzt ist es auf einmal so, ich droppe ihn hier und er rollt mir vielleicht dahin, ein Stückchen näher zum Loch. Das ist hier erlaubt. Der entscheidende Trick ist, der ist nicht näher zum Loch als die Originallage, aber er darf zum Droppunkt eine Schlägerlänge sogar nach vorne sich bewegen. Wie gesagt, wenn er innerhalb dieses Bereiches bleibt, ist er im Spiel. Und wenn er rausläuft, nochmal droppen und beim dritten Mal dann hinlegen, wo er beim zweiten Mal aufgekommen ist. Aber entscheidend ist dieser Erleichterungsbereich. Der ist jetzt nämlich kreisrund und der war vorher nur so ein Halbkreis. Wir zeigen das gleich nochmal an anderen Situationen. Jetzt darfst du loslegen. Kameramann, bist du soweit? Läuft. Ball liegt wieder im zeitweiligen Wasser. Hatten wir schon mal in anderen Situationen besprochen, aber da hat sich auch das Verfahren eben geändert. Also dieser Ball, wir haben mal so getan, als ob das zeitweiliges Wasser. Das zeitweiliges Wasser. Genau. Grüße gehen raus an Finn, einen unserer treuen Zuschauer, der schon gesagt hat, zeitweiliges Wasser. Ob das zeitweiliges Wasser im Bunker ist, ich weiß es ja nicht. Ja, also nicht, dass er den jetzt droppen möchte, wenn er in so einem Kreis liegt. Man muss das natürlich so ein bisschen sich vorstellen können. Ja. Ne? Also, das ist jetzt zeitweiliges Wasser. Okay. Wir haben ja auch erklärt, man kann jetzt hier nächstgelegenen Punkt der straflosen Erleichterung nehmen und innerhalb des Bunkers droppen, auch klar. Man darf hier aber auch das zweite Verfahren wählen, dass man mit dem Strafschlag, wenn das jetzt zum Beispiel alles voll wäre, mit dem Strafschlag auf der Linie zurück, Fahne, Ball, nach hinten geht, aus dem Bunker raus. Und das will ich jetzt nochmal zeigen. So, jetzt sage ich mal hier auf der Linie, hier gefällt es mir gut, hier habe ich ausreichend Abstand. Das ist hier wieder meine Linie, wir haben das ja eben schon einmal gezeigt und jetzt darf ich wieder auf der Linie droppen und der Ball darf mir eine Schlägerlänge maximal vom Punkt, wo er aufgekommen ist, im Radius und zwar auch näher zum Bunker liegen bleiben. Da in diesem Bereich muss er liegen bleiben. Wenn nicht, muss man es wiederholen. Wichtig auch hier, der Ball darf theoretisch oder darf auch praktisch sich sogar ein bisschen näher zum Loch bewegen, maximal eine Schlägerlänge, und dann ist er immer noch im Spiel. Ich finde das nicht so richtig intuitiv, muss ich ehrlich sagen, aber so sind nun mal die Regeln von USGA und von R&A, und daran müssen wir uns natürlich halten. Eine Situation, die nicht so häufig vorkommt, ist ein unspielbarer Ball im Bunker, aber zumindest in den Regeln steht drin, was man dann machen darf. Und wir wollen jetzt hier das nicht alles auseinanderbreiten, das haben wir auch schon mal gemacht. Aber eine der Optionen beim unspielbaren Ball im Bunker ist ja, auf der Linie zurück, Fahne, Ball im Bunker mit einem Strafschlag zu droppen. Und wenn ich das machen würde, Linie zurück, ich muss das übrigens nicht markieren auf der Linie, wo ich genau bin. Ich muss nur sicherstellen, dass es auf der Linie ist und dann hier droppen
und dann ist der Ball im Spiel. Auch hier gilt wieder, der darf eine Schlägerlänge auch nach vorne rollen. Natürlich niemals näher als die Originallage des Balls zum Loch, das ist klar. Und dann gibt es ja noch die zweite Möglichkeit. Ich darf ja auch bei diesen Sonderregeln vom Bunker in Regel 12 auch weiter noch zurück. Ich darf ja auch aus dem Bunker raus, dann kriege ich sogar zwei Strafschläge. Das ist ja eine 2019 eingeführte neue Regel. Und wenn ich dann auf der Linie droppe, darf ich wiederum hier hingehen. Auf der Linie droppen, wieder Kreis von einer Schlägerlänge Radius. Da darf ich den längsten Schläger im Berg nehmen, um im Zweifel das auszuzählen, nicht den Putter auszumessen. Und dann darf ich ihn dahin droppen. Zwei Strafschläge für diesen unspielbaren Ball im Bunker. Kurze Frage, muss ich jetzt ein Tee in den Boden stecken? Nein, muss man nicht. Kann man einfach so zurückgehen, droppen, genau. Und fertig. Das ist, finde ich, auch eine der eher unglücklichen Aspekte an dieser Regel, dass man früher ja ein Tee hatte und daran sich alle orientieren konnten. Jetzt hat man nur so eine gedachte Linie. Ja. Und wenn ich dann Tee reinstecke und droppe da drauf, dann kommt die nächste Frage, was passiert jetzt eigentlich, wenn er mir dann verspringt? Also ich würde ohne Tee droppen. Wenn man das will, kann man natürlich ein Tee daneben stecken und dann dahin droppen, okay. Damit man sich orientieren kann, wo man glaubt, dass die Linie ist. Im Zweifel kann man das ja auch nochmal nachgucken. Danke dir. So, und jetzt haben wir noch das letzte Beispiel, wo man back on the line, also zurück auf der Linie, auch mal antreffen könnte. Ich habe hier von meinem Abschlag ins Wasser geschlagen. Das ist übrigens eine Sache, die hier jedem schon mal passiert ist, glaube ich, im Osnabrücker Golf. Das glaube ich auch. Den Anfängern, aber ich darf aus eigener Erfahrung sagen, nicht nur Anfängern. So, jetzt ist mir der Ball ziemlich genau hier ins Wasserhindernis, nein, Penalty Area geflogen. Penalty Area? Ja. Wir haben gerade drüber geschmunzelt. Jetzt, genau. Das wäre jetzt mein Eintrittspunkt. Und wir wollen jetzt nicht die ganzen anderen Verfahren nochmal machen, was man noch hier alles tun kann, sondern jetzt geht es um die Frage, jetzt will ich zurück auf der Linie Erleichterung mir verschaffen. Und da gilt genau das Gleiche, was wir eben schon gesagt haben. Ich darf auf der Linie so weit zurückgehen, wie ich will. Und wenn ich auf meiner Linie bin, Fahne, Ball, Linie, dann darf ich hier droppen. Und hast auch noch eine Lady geschlagen. Was will man mehr? Schiete. Du hast recht. Ja gut, ich nehme mein Portemonnaie schon mal zur Seite. Alles gut. Also auch hier gilt wieder, Kreis darf auch näher zur Fahne ranrollen, eine Schlägerlänge maximal. Und dann wäre hier auch das Verfahren abgeschlossen, Ball im Spiel. Ball im Spiel.